herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Tag 3 heute aus Finale Ligure. Gestern hat es uns ja Vollgas eingeregnet und dementsprechend ist alles noch ganz schön nass. Da, das ist wahres Campingleben. Während dem Zähneputzen wird noch geschaut, was mit den Schuhen passiert. Alles hängt irgendwie beim Trocknen. Aber heute lacht uns die Sonne an und dementsprechend haben wir auch Chance, dass die Sachen tatsächlich trocken werden. Mal sehen. Bei uns geht es heute nochmal auf die NATO Base, allerdings natürlich mit anderem Trail runter. Und wenn uns das Wetter hold bleibt, dann lassen wir die Drohne auch mal steigen da oben. Sicher mit richtig cooler Aussicht. Sogar Matsch ist drin. Könnt ihr es riechen? Ja, zum Glück gibt es noch kein 4- oder 5D-Kino zu Hause, weil was es beim Campen an Gerüchen gibt, das braucht man zu Hause definitiv nicht. Ja, etwas verspätet geht es jetzt auch endlich los bei uns. Wir fahren jetzt doch Bio, weil das E-Bike wollte nicht so wie wir und dementsprechend haben wir die jetzt wieder angekettet und müssen uns schinden. Spät sind wir dran, aber gut, es ist ja schon relativ lang hell, sollte sich also schon alles ausgehen. 11:30. Keine Knopperszeit mehr bei uns. Los geht's. Ja, heute müssen wir schon ein bisschen mehr schnaufen. Langsamer sind wir auch. Aber gut, die Hälfte haben wir. Nicht kitzeln. Wird also schon. Hey. Man merkt auch immer gleich, ob man Bio oder E fährt, weil beim E-Bike gibt es meistens keinen Essensstopp. Beim Biofahren irgendwie dann doch. Mhm. Gut. Schnell? Ja. Komm. Schon ist der halbe Riegel wieder weg. Okay. Mhm, besser wie nachher. Ja? Mhm. Ja. Ich mag die aber grundsätzlich. Ach, welche ist ihr so? Die sind relativ billig. Hm? Die sind günstiger wie Powerbar zum Beispiel. Keine Ahnung. Doch. Ich finde die gut, weil da so ein Stück Schoki richtig dabei ist. Mhm, ham, ham, ham. Die letzten Meter. Die letzten Meter. Bis zur NATO Base. Bis zur NATO Base. Ich habe einen Papagei. Ich habe einen Papagei. Oh Mann. Oh Mann. Hallo Petra. Hallo Nito. Ich will das nochmal wissen. Und dann ist er auch schon vorne weggezogen. Ich hasse ja diese Schlusssprints. Dann kommt man nochmal so richtig schön ins Schwitzen und Schnaufen. Braucht kein Mensch. Aber gut, was soll's. Oben sehen wir. Ja, oben sind wir auch mit dem Biobike. Gut 1000 Höhenmeter, das ist eigentlich echt ziemlich human. Und Wetter hat leider schon wieder ein bisschen zugemacht. Ich blende euch mal eine Wheelie-Runde vom Nico ein. Ausschauen tut es gleich wie gestern, aber wir fahren einen anderen Trail. Da ist er auch schon, der Wheelie, aber den habt ihr bestimmt auch schon als Titelbild gesehen. Und ja, hier haben wir die Drohne auch noch ausgepackt. Allerdings ist es ganz interessant, da gab es hinten Richtung Windrad immer wieder ein Funkloch, sodass sie dann wieder zurückgekehrt ist und mal ein bisschen schwitzen musste, nicht dass sie in den Rotor reinzieht und dementsprechend habe ich die dann auch recht schnell wieder weggepackt. Ganz alleine ist man da oben bei der NATO Base aber irgendwie nie. Ihr seht ja, das Wetter war dann schon wieder durchwachsen, aber trotzdem kommt da auch direkt eine Bike-Gruppe angeradelt. Die haben sich sehr gefreut über die Drohne und alle fleißig gewunken. Damit ging es für uns ab in den Trail, diesmal allerdings neben der NATO Base quasi noch ein Stückchen weiter diesen Hügel rauf. Da gibt es genau einen Weg, der schlüpft man auch so ein bisschen durch den Zaun durch, ist aber ganz schön breit, also finden tut man ihn auf alle Fälle. Ich verlinke euch den genauen Track aber auch wieder in die Infobox, falls ihn jemand nachfahren will und jetzt nicht versteht, was ich meine. Auf jeden Fall muss man da eben noch ein bisschen rauf, dann geht es den Kamm entlang, so rauf, runter, juhu, das liebe ich ja über alles. Aber ja, manchmal ist es eben so, da muss man durch. Und dann ging es ab in den Trail und der war richtig cool. Und auch hier gilt wieder Augen offen halten. Da gibt es zig Wege. Ich meine, klar, ihr könnt natürlich einfach unseren Track nachfahren oder ihr schaut selber ein bisschen, welcher euch anlacht. Wir haben uns einfach ein bisschen treiben lassen und einfach geschaut, welcher Weg eben gerade gut ausschaut. Ihr seht, ein bisschen matschig war es noch, aber es ist eigentlich alles sehr gut aufgetrocknet. Und dementsprechend war der meiste Teil vom Trail schon super trocken und gut fahrbar. Nico schaut mich gerade blöd an, weil er kennt Auftrocknen nicht. Ich glaube, das habe ich aus dem Tiroler Dialekt übernommen. Dann sagen wir eben, es ist alles wunderbar abgetrocknet. Aufgetrocknet? Ja, mal. So die Feuchtigkeit nach oben gestiegen. Vom genau. Boden. Weil es regnet ja auch von unten nach oben, gell? Nein, dann geht es in den Himmel hoch, damit es dann wieder als Regen runterkommen kann. Aufgetrocknet. So schaut's aus.
Ja, was sagt ihr zum Trail? Also, der war auch super flowig mit ein paar schwierigeren Passagen drin. Einziges Schade, man ist immer wieder auf so Art Straßen gelandet zwischendrin. Das war dann schon ziemlich breit, aber trotzdem lustig zu fahren und teilweise auch ein bisschen herausfordernd, weil einfach diese Regenrinnen ganz schön ausgespült sind. Ja, ich denke mal, im Verlauf des Sommers wird es dann wieder mehr gefahren, dann wird es auch wieder ein bisschen besser eingefahren sein. Aber im Winter wird da wahrscheinlich nicht ganz so viel los sein und jetzt vor allem heuer Corona-bedingt wird da so gut wie nichts gewesen sein. Und dementsprechend ist es jetzt eben gerade nicht so ausgefahren. Habt ihr die Pfütze gesehen? Puh, das war schon ein halber See. Die Trails von der NATO Base sind im Großen und Ganzen relativ flach, dadurch hat man aber einfach extrem viele Trailmeter für gerade mal 1000 Höhenmeter Uphill, was natürlich super cool ist. Wir testen im Verlauf der Woche nochmal alles, was da oben so da ist. Rollercoaster haben wir uns auch fest vorgenommen, allerdings wollen wir den eher mit dem E-Bike machen. Wir haben schon festgestellt, dadurch, dass die E-Bikes schwerer sind, schieben die dann natürlich so richtig schön durch und das rockt dann schon ordentlich. Ja, hier, ihr seht es eh immer mal wieder matschig. Man musste schon aufpassen. Da, wo es trocken ist, da ist es super griffig. Wo es matschig ist, ist es aber trotzdem auch gleich mal gut rutschig. Und wenn man dann mit den matschigen Reifen auf eine Wurzel gekommen ist, musste man schon schauen, dass man nicht direkt wegrutscht. Und ihr seht es auch, es ist ganz schön eingewachsen. Teilweise spickt es mir da die Äste nur so um den Kopf. Ganz schön gemein. Aber gut. So ist es nun mal. Ich denke, dass es sonst, wenn da ein bisschen mehr los war, frequenzmäßig nicht ganz so zugewachsen ist wie heuer.
Aber ja, sind wir froh, dass die Trails alle noch da sind, weil das ist ja wirklich ein wahres Paradies. Ich war ja das letzte Mal vor 8 Jahren da. Ich konnte mich an nicht mehr allzu viel erinnern. An die NATO-Base oben natürlich schon. Ich glaube, den Trail sind wir nicht gefahren. Wir sind den direkt runter und eben den Rollercoaster. Deswegen will ich den auch unbedingt nochmal anschauen. Aber der hier, der war schon auch so richtig cool. Kennt ihr die alle, die da oben runtergehen? Ui, ui, jetzt kommt's. Nico versucht sich auch am Manual. Hoffentlich lernt er den nie, dann bin ich nämlich neidisch und jetzt natürlich immer noch zu faul zum Mitüben, weil es ja schließlich anstrengend. Da geht schon wieder durch eine Ortschaft durch. Das ist sehr witzig bei den Italienern. Da denkt man immer, man ist falsch, aber ist man goldrichtig. Ja, krass. So teuer wie das Mittagessen gestern war, so billig ist es heute. 3,50 Euro für ein so ein Teil ist nicht schlimm, würde ich mal sagen. Und wer hat's gefunden? Ich? 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 Eduard gefunden. Er kennt sich so gut aus. Ein Glück. Mahlzeit. Um 17:30. Gar nicht wahr. Ham, ham, ham. Ham, ham, ham. Es ist echt mega geil, es ist sogar warm und das gehört unterstützt. Das heißt Bar La Scaletta, da steht. So, ab hier direkt nach dem Essen. Immer besonders geil. Aber die Semmel hat sich auf jeden Fall gelohnt. Das Sandwich hängt der Petra nämlich im Magen. Ah, hier seht ihr auch mal, was so ein Waldbrand anrichten kann. Ist auch schon ein paar Jahre her. Schaut immer noch recht böse aus. Für uns geht es noch ein paar Meter rauf. Ich hoffe nicht mehr zu weit. Ich bin nämlich zu voll zum Ausziehen. Es ist ganz schön warm. Juhu, oben sind wir. Das waren dann noch ungefähr 220, 240 Höhenmeter von diesem Kaffee aus. Also hat sich durchaus noch gelohnt. Die jetzt innerlich schimpfen möchten, warum das Lied so plötzlich endet. Ich kann nichts dafür. Das hört genau so auf. Ich habe es nicht abgeschnitten. Aber hier seht ihr mal jetzt nochmal den Trail von der Kirche aus. Der hat mir richtig gut gefallen. Allerdings nur der Downhill-Part davon. Da gab es nämlich auch schon wieder zig Uphill-Sections. Da seht ihr es. Nico schafft's. Ich schaff's nicht. Ich habe da keine Motivation, mich sonderlich anzustrengen. Und dann muss ich immer mal wieder ein paar Meter hochschieben und bin dann immer abgehängt.
nervt. Wie schaut es bei euch aus? Seid ihr da voll beim Hochviechen bei diesen kurzen Uphill-Sections im Downhill oder nervt euch das auch eher? Ich will lange hoch und lange runter, aber nicht rauf, runter. Nervt, nervt, nervt. Ich möchte rauf, runter, rauf, runter. Oh Mann. Ach ja. Aber das Schöne ist bei unserem Sport, man kann es ja nicht so ganz aussuchen und dementsprechend muss man es einfach nehmen, wie es das Gelände vorgibt. Aber trotzdem, denke ich, hat jeder so seine Vorliebe und da wäre ich neugierig, ob ich da voll im Trend liege oder eben auch nicht. Schreibt doch gerne mal unten rein, wie ihr das so seht. Ansonsten, ihr seht, der hier war ein bisschen ruppiger, aber eben schon gut trocken und sowas taugt mir voll. Also da bin ich live dabei, der hat mir richtig gut gefallen. Echt live dabei? Dieser Teil, jawohl, live dabei. Oh, ich werde nur verarscht, Wahnsinn. Jetzt kommt langsam die Sonne raus, bei uns ist gerade jetzt Tag 5. Das ist ja Tag 3. Auf alle Fälle warten wir noch ein bisschen, dass die Sonne so richtig, richtig rauskommt. Und dann geht's ab heute Richtung 24-Stunden-Rennen und Downhill-Strecke Männlein-Weiblein. Also mal ein bisschen auf die andere Seite vom Meer aus gesehen, sozusagen rechts. Cool, die alte Burg hier ausschaut. Und dann ist er schon wieder nur am Blödeln. Mir ist schon aufgefallen, sobald Männer das GoPro-Piepen hören, machen die nur noch Schmarren. So ein Blödsinn. Leider wahr. Aber zumindest da, wo die Autos kommen, wird brav gefahren. Genau, brav gefahren. Wie es halt gehört. Mhm. Hände am Lenker und ja. So. Du kriegst jetzt Katzenaugen in deine Speichen. Und so. Genau. Übrigens, das Schlimmste vom ganzen Tag ist immer dieser Campingplatz-Uphill. Der ist sausteil. Ja, für jeden, der sich jetzt fragt, welchen Campingplatz wir da eigentlich waren, wir machen noch ein eigenes kurzes Vorstellungsvideo vom Campingplatz, weil bis auf das der Uphill nach der Tour echt nervig ist, ist der Platz richtig cool.
Und damit war es dann auch schon für uns für diesen Tag. Zum Essen nehmen wir euch mal nicht mehr mit. Da waren wir dann zu faul. Und ja, wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Und weiter geht's dann auch schon wieder mit Tag 4, morgen in der Früh.